Menschen, von Spekulanten und ihren Sekundanten an den Gestaden des Mittelmeers und entscheidet dann selbst, was zu tun ist. Europa, eine griechische Tragödie, beginnt in wenigen Minuten. Die Digitalkamera ist auch geil. Wenn die Ding da oben drauf und ein Riesenstatus. Man soll ja auch sehen, dass es privat ist und nicht da mit Riesenkamera. Nach dieser Aktion selber, dort wird es dann eine Kundgebung geben auf dem Platz vor der EZB. Danach findet eine Assembler, also eine öffentliche Anhörung statt, die von der Frankfurter Gruppe Ignatius, das ist eine spanisch-deutsche Gruppe, die auch Teil dieser Bewegung in Spanien sind, wird dort dann eine öffentliche Versammlung organisieren, in der beraten wird und diskutiert wird, wie wir letztendlich in der Bewegung weitermachen können. Und danach finden dann Aktionen der Gruppe Occupy Frankfurt statt. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei dem Theaterstück. Hallo. Ich habe da voll die Sonne im Gesicht. Ist alles gut? Ja. Gut. Okay, hörst du bitte auf, dass wir anfangen können? Okay, können wir. Ja. Hört, liebe Leute, Europa, eine griechische Tragödie beginnt jetzt hier von Attack. Danke, Reichen. Okay. Unsere Götter, die Finanzmärkte, haben beschlossen, Griechenland zu erobern. Italien soll folgen. Auch Portugal, Spanien, Frankreich droht großes Unheil. Die Priester der heiligen Europäischen Zentralbank, die Stellvertreter der Finanzindustrie auf Erden, werden die Länder Europas eins nach dem anderen den Göttern opfern. Nimm deinen Lauf, tragisches Schicksal! Oh, hört doch! Das Rating-Orakel hat gesprochen. BBB, CCC, WWW, raunt es gen Griechenland, Spanien, Portugal, Italien. Und schon rasen die Spekulanten, schon schießen die Zinsen, schon wachsen die Schuldenberge in olympische Höhen. O selbsterfüllende Prophezeiung, o Tragödie Europas, o unergründlicher Wille der Götter. Was heißt hier unergründlich? Böse, böse waren die Schuldenländer. Korrupt waren sie. Gelogen haben sie. Bestraft werden sie von uns, den Finanzmärkten. Und unseren treuen Dienern von der heiligen EZB. Auf die Knie mit euch, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien. Ersticken sollt ihr an euren Schulden. Hohe und höhere Zinsen sollt ihr zahlen, tilgen sollt ihr bis in alle Ewigkeit. Und zwar bei den Banken
und ihren Vermögen zu schützen und Europa! Uns schert Europa! Wir leben hier! Wir wollen kein Europa der Sieger und Verlierer! Das Wohl der anderen ist unser Wohl! Sie sind unsere Gastgeber, unsere Geschäftspartnerinnen, unsere Freunde, unsere Lebensgefährten. Wir wollen ein soziales Europa, ein friedliches Europa, ein einiges Europa. Liebe Leute, macht euren Politikern und Politikerinnen Feuer unterm Arsch! Rettet eure sozialen Errungenschaften! Rettet eure Löhne und Renten! Rettet eure Bildung und Kultur! Setzt die Politiker unter Druck! Damit sie die Ratingagenturen entmachten! Setzt sie unter Druck! Damit sie die Vermögenden richtig besteuern! Setzt sie unter Druck! Damit sie die Spekulation endlich verbieten! Setzt sie unter Druck! Bei der Atomkraft haben wir es doch auch geschafft. Zeigt der EZB die rote Karte! Macht euch stark für ein demokratisches, ein soziales Europa! Die rote Karte kriegt man hier bei unseren Booten aus dem Kiel. Ja, wir werden jetzt klar in den. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten hier gleich vor. Loslaufen. Das heißt, einerseits möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auf der von euch aus gesehen auf der linken Seite noch, an dem Stand noch Requisitien abgeholt werden kann und man sich an der Aktion beteiligen kann. Und wir werden